Hallo, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Geht wieder weiter mit ein bisschen Lies of P. Ich stehe hier vor dem grünen Monster im Sumpf oder so ähnlich. Viel Dark Souls gespielt. Ich versuche jetzt hier... Versuch's relativ zügig zu erledigen, aber die zweite Phase hat mir schon ein bisschen zu schaffen gemacht. Außerdem muss ich jetzt erstmal wieder reinkommen. Schauen wir mal. Ach, das war ja die Nummer mit dem Verfall. Ach. Ach, ja. Da, ja. Das ist ein bisschen nervig. ganz vergessen, dass ich das Gegenmittelchen schlucken muss. Na gut. Und nochmal. Okay. Das ist ein bisschen in die Hose gegangen. Jetzt habe ich nur noch 4. Ja, dann benutze ich die vielleicht erstmal nicht. So, komm her, du Monster aus dem Sumpf. Das Timing gerade überhaupt nicht mehr drin. Schon wieder zu früh. Da kam immer noch ein 4., stimmt. Thank you.
Jedes Mal zu spät, zu früh. Mist. Aber gut, die erste Phase jetzt. Erstmal wieder reinkommen. Erstmal wieder reinkommen. Das wird bei dem, glaube ich, auch noch eine ganze Weile dauern, bis ich den habe. Sehr konzentriert gerade beim Kampf, weil mir die Timings gerade komplett fehlen. Aber kriegen wir hin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ach komm, musst du gleich mit dem Buddeln anfangen. Und dann mich auch noch so dumm treffen jedes Mal, ne? Ja, nein, ach. Doch nervig. Und schon wieder Verfall. Ach, nee, oh, das ist so ätzend. Jetzt schon wieder. Ah.
Ich hasse es. Ich hasse es. Ja, komm, ey. Ich hasse diesen Gegner jetzt schon. Ja, und ich habe auch tatsächlich, als ich dran gedacht habe, dass ich jetzt dann mal eine Aufnahme mache dazu, was verspätet, jetzt an einem Donnerstag, normalerweise habe ich die immer Montag und Dienstag gemacht, habe ich schon gedacht so, nee, so richtig, weiß ich nicht, weißt du was, für den Gegner benutze ich einfach das hier. Stört mich auch überhaupt nicht hier. Bei Lies of P gerade bin ich es gar nicht so wild. Der bringt mir eh nicht viel. Von dem her. Sehr gut, das passt. Wenn ich hier mit dem Bonustypen durchkomme, dann ist es halt so. Dann mache ich es mir jetzt in diesem Fall einfach sehr leicht, ich weiß, aber... Scheiße. Das war's. Ja, das mache ich mit dem Bonustypen. Der Gegner ist mir zu stressig, nervig mit dem Verfall und diese ganze Mechanik. Das tut mir jetzt leid, dass ihr das euch so angucken müsst. Aber ich gebe mir das nicht. Gerade der Verfall ist eine Mechanik, die bei einem Boss super, super nervig ist und mega beschissen ist. Auch die Nummer, warum ich da getroffen werde, verstehe ich nicht.
zumindest mal in die zweite Phase kommen, damit ich die mal üben kann. So, jetzt geht er nur noch auf mich. Okay, wild, keine Ahnung. Ah, die Bewegungen von dem und das mit dem Verfall und alles. Nee, ich hasse diesen Gegner. Nee. Das würde mich nur zu sehr ärgern, als dass ich mir jetzt hier in diesem Spiel den Stress gebe, den alleine zu besiegen. Super lame von mir aus, ist mir relativ egal. Da könnt ihr jetzt denken, was ihr wollt. Ich habe 60 von diesen Dingern. Innerhalb dieser 60 Versuche, jetzt sind es nur noch 57, wird er hoffentlich irgendwann fallen. Aber der ist halt auch, also ich finde den nicht cool. Der ist nur nervig. Und ich muss auch sagen, irgendwie Spielcontent-mäßig finde ich's weiß ich nicht, ob man da so kurz vorm Ende dann noch so einen Nervboss einfügen muss. Einfach damit das Spiel länger geht, habe ich das Gefühl.
Wow. Shit. Ach ja. Gut. Wie gesagt, wir haben genug Versuche mit dem Gespenst. Das ziehe ich jetzt gnadenlos durch, Leute. Dann ist das eben der einzige Gegner, den ich hier nicht schaffe. Mal gucken, wie es mit dem Endboss aussieht. Also da bin ich noch gespannt. Solange der nicht so eine hässliche Mechanik wie mit dem Verfall hat, ist für mich alles okay. So. Das geht wunderbar schnell mit dem Kollegen. Mist. Ja, ist ja gut. Ach, fuck. Jetzt sterbe ich hier wegen diesem dämlichen Verfall, ja. Das ist halt... Es ist so eine Drecksmechanik, ne? Ich hasse das. Ich hasse es auch in Dark Souls, aber da ist zum Glück kein... Boss, soweit ich mich erinnern kann, der einem einfach die Ausrüstung kaputt macht und auch noch Leben abzieht. Es reicht ja nicht, dass die Ausrüstung schneller kaputt geht. Nein, das Ding muss auch noch das Leben abziehen. Wenn es eins von beidem wäre, okay. Aber beides... Da sehe ich mich nicht bei diesem Gegner.
Was halt auch super nervig ist, dass meine schweren Angriffe abgebrochen werden und solche Späße, wenn die schon in der Animation sind. Ja, ein bisschen ärgerlich alles. Ein bisschen ärgerlich alles. Ja, und dann kommt noch einer nach und noch einer nach. Da sehe ich mich so gar nicht bei dem Boss, ne? Na bitte, geht doch. Danke. Nö, fühle mich auch nicht schlecht. Was? The last hero weapon is in my hands, sagt er. Spreche ich jetzt einmal mit dir? Oder gehe ich einmal kurz... Nee. Was sagst du? I knew you'd do it. I had a feeling you'd be the perfect bait. Perfekte Köder. What I wanted, thanks to you. The last hero weapon is finally in my hands. I knew where it was, but I didn't dare lay my hands on it. The swamp is too dangerous. Someday soon. You'll see. Mhm. You have my thanks. And you've earned a nickname. Alidoro's best bait. See you at the hotel. Okay. Thank you for your hard work. Alidoro. Let's go back to the hotel and celebrate this. Ja, jetzt habe ich dann aber eine. Ah, die wollen jetzt alle wieder mit mir reden, ne? Oh. Nicht der größte Freund jetzt hier von dem Gequassel. Schwierig.
wie die Story hier erzählt wird, so ganz viel zuhören. Aber das ist ja bei den Spielen üblich, so, ne? Hatte der was? Lady Antonia is completely cured. Yeah? She is so happy. I don't even know how to thank you. I know now what a glorious feeling it is to wish for the happiness of someone you care for. Okay. Perhaps it's presumptuous for a puppet to call that feeling love. I am happy enough just to protect her as best I can. Thank you for saving her. And for guiding me through this emotion. Okay. No matter what fate brings us, I will be at Lady Antonia's side. Serving her is my duty. The very reason. Welcome to Hotel Croc. Okay, alles klar, passt. Wen haben wir hier noch? Die Antonia, den... Ja, dann reden wir mal mit ihr. Angeblich ist sie ja geheilt. Come here, child. This is my first chance to get a proper look at you. Ah, okay. It's a shame my illness kept me from seeing such a handsome gentleman. Oh, to be young again. You are responsible for this miracle. You have no idea how much it means to me. I have to stay seated as I feel a little lightheaded, but I feel the vigor I thought I'd lost forever. Thank you. If your heart ever holds a proper ball again, I hope you'll ask me for a dance. Ja klar. Können wir machen. Ach, jetzt spiele ich auch noch Klavier. Wow, was kann ich eigentlich nicht? Alrighty. Das Ergo flüstert. Habe ich jetzt noch längere Haare gekriegt? Nee. Glaube nicht. So, wer will noch jetzt? Ich glaube, der... Ja, okay, Alidoro. Dann gehen wir mal zu dem. Der war hier. Vielleicht ist er wieder hier hinten. Yep. I found the last treasure thanks to you. The Saber, a precious artifact from overseas. It'll always remind me of the rascal who stole it, then fell into the nest. I tried to save him, but I failed. Let the punishment fit the crime, I say. And in a twist of fate, you must become the weapon's true owner. A great weapon calls for a great warrior. Show. Grünen puppenfressenden grünen Jägers. Das wäre das. Technik, Entschlossenheit. Ich habe aber Entschlossenheit jetzt gelevelt. Das heißt, das ist eh. Das hat sich eh erledigt. Was kann dem sein? Amulett? Hallo? Wo steht das jetzt bitte? Wutangriff ausweichen. Effekt aus. Wutangriff. Wutangriff ausweichen. Was? Okay, keine Ahnung. Ich meine, nee, dann schlucke ich das restliche Ergo-Zeug, was ich jetzt mit mir rumschlepp. Müsste ich ja schlucken können, oder? Ja. Jopp, jopp. Ja, dann kann ich das auch noch schlucken. Ah, 500. Guck ich mal, ob ich noch eine Waffe verbessern kann. Ich frag mich immer noch, jetzt ist er doch hier, der Alidoro. Sprich doch mal mit dem. Du hast ihm doch einen Handschuh gemacht, den er verschmäht hat. Und jetzt sitzt ihr beide hier im Hotel und redet nicht miteinander, oder was?
Halbmondstein brauche ich noch zwei weitere. Hm. Ja, du. Boah. Ah, Uhrenschwert. Das war eigentlich auch ganz cool, ne? Ja, gut. Aber wenn ich das nicht... Klinge der Boosterklefe. Ja, nee. Was sollte ich da jetzt noch ändern, ne? Was sollte ich da noch ändern? Ah, 2 von 3. Und das habe ich ja schon, eine Blockparade. Gut. So, du hast noch was zu reden. Can it be? It can. Are you hurt anywhere? Ha, you never fail to surprise me, compagno. Now, allow me to return the surprise. This little wonder creates a lead-acid battery in a flash. Okay. The golden ergo is the purest form of power we can use, and it's nearly perfect. We could power a city block with this. You see, the alchemists ordered transportation from me, powered by this. I'm not sure, but maybe it's still in their underground base. Just one problem with the base. I don't know exactly where it is. I don't know in exactly either. I had to just hand it over immediately after the launching ceremony. After all, I am the prince of the Krat social scene and I surrendered to their mysticism. There, it's done. Now take it. A secret alchemist's underground lair. That sounds like something Antonia might well have heard of. You'd better ask her about it. Okay. Goldene Bleisäurebatterie. Was? Und was tut die bitte? Ich habe die Story so ein bisschen vergessen, glaube ich. Weil es ist jetzt doch, wie gesagt, schon etwas länger her. Ist das ein Schlüssel? Wahrscheinlich, ne? Hier, da. Bleisäurebatterie aus goldenem Ergo von Venini. Dies ist das Material, von dem Venini sagte, er brauche es, um einen Weg zur Insel der Alchemisten zu finden. Spezielle Ergo-Energie ermöglichte es Venini, das riesige U-Boot zu bewegen. Oh, ein U-Boot, okay. Durch ihre Erzeugung kann eine höhere Leistung mit Hilfe elektrischer Ergo-Simulation erzielt werden. Alrighty. So, dann machen wir mal noch schnell ein Level. Jawohl, passt. Dann hole ich mir doch noch goldene Früchte kurz ab, aber die ja, sind eigentlich sowas von unnötig. Ah, wobei, da hätte ich mich wahrscheinlich gegen diesen Dinger auch schützen können mit den goldenen Früchten, ne? Hier gibt es bestimmt irgend so ein Würfelsteinchen, den ich quasi hätte benutzen können, um explodiert, wenn Gespenst getroffen werde. Da kann man sich nochmal einfacher machen. Den Gespenst erlittenen Schaden erhöht in bestimmten Zeiten noch die Zerstörungskraft des Gespenstes. Ja, okay, da hätte man sich es nochmal leichter machen können. Und das Gespenst sogar wiederbeleben. Holy shit, okay. Reduziert erlittenen Schaden. Aber hier Säure. Säureangriff des Gespenstes.
Bei Angriffen die aufgeladene Menge Fabel. Benz Lebenspunkte wieder her. Die Max-Ausdauer. Ja, da hätte man sich's auf jeden Fall auch nochmal leichter machen können. Kauf mir jetzt einfach mal hiervon 7 Stück. Dann habe ich noch mal ein bisschen mehr Heilung, aber daran lag es jetzt eigentlich eher weniger. So, und jetzt hat noch Antonia was zu sagen, oder? Wie? Du sollst mir doch sagen, wo die Insel ist, das Versteck. Frightful. It's no wonder you're trying to track down the alchemists. Yeah. I'll tell you one thing. Many secrets are buried in the city of Krad. The same goes for this hotel. Beneath us, there is a passage connected to an underground base of the alchemists. It's where Ergo's vein was first discovered, long ago. Until the petrification disease, the hotel worked hand in hand with the alchemists. But I didn't know they'd be so corrupt. Everything changed when Simon became their leader. Oh, I thought the survivors of the exhibition would be different. But they're just as corrupt. The passageways to the underground base are locked from their side. We can't get through unless they open them. The underground base is the only way to embark for the Isle of Alchemist. If we find the right alchemist, perhaps we can get that door opened. I heard that some of them occupy the collapsed tower of the train station. And the collapse makes me wonder whether they had something to do with the recent earthquake. Look into it, won't you? Bahnhof. Ich verstehe hier sowieso nur Bahnhof. Aber die Story ist relativ straightforward auch erzählt hier. Geradeaus erzählt. Kahler Sumpf Nest, da gab es jetzt noch eine Kleinigkeit, ne? Da kann ich noch ein Stückchen nach hinten laufen, das gucke ich mir mal eben noch an. Hatte ich eigentlich noch Quarz? Nee, ne? Ja, und mit Nest habe ich jetzt irgendwie einen coolen Vogelkampf oder irgendwas, hatte ich damit gerechnet, aber ja, nö, war leider nicht so. Hier müsste das Quarz, glaube ich, dabei sein eigentlich. Ja. Leider nix. Haufen Upgrade-Materialien, die ich auch nicht benutze, ne? Könnte mal aus Jux. Einfach aus Freuden. Freude am Spaß. Säurekanister, ja, wow. Das Spiel will mich trollen. Das Spiel will mich trollen. Och nee. Ja, lass mal bleiben. Nö, 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 nö. Das ist mir jetzt zu doof. Hallo? Mach auf das Loch. Geht's hier zu einem Bahnhof?
Hallo? Oh, okay. Ja, das sieht hier nach Bahnhof aus. Ach komm. Dämlicher Unsinn. Ein Sägeblatt. Wow. Statuseffekte, Statusleiden sind einfach Horror. Was bist du denn da vorne, Ekliges? Du siehst ja auch wüst aus. Hier steht irgendwo einer hinter der Ecke. Oder vom Dach, oder wo kommt ihr her? Blutiger Brief. Nee? Einer hier? Okay. Gott, verdammte Axt. Ja, ist ja gut. Schon dabei. Also, ja, dieser Sumpf hat sich nicht richtig angefühlt. Der war irgendwie ganz komisch integriert, so als hätten sie das Gebiet zu einem späteren Zeitpunkt eingefügt, weil es irgendwie zu wenig gab. Irgendwie, also... Vielleicht hat er deswegen auch nicht so viel Spaß gemacht. Der ganze Sumpf war nicht so geil. Dinger da oben, ne? Was geht hier? Ah ja, da unten ist einfach nur Loot und Grütze. Ja, das... Nö. Braucht man sich auch nicht antun. Unnötig. Unnötig kompliziert. Vermute mal, dass es hier weitergeht. Oder auch nicht. Dann muss ich wohl da runter, ha? Huh? Aber ja, das hier scheint die richtige Seite zu sein. Kette. Legionsmagazin. Okay. Gut. Ja, ihr da drüben könnt ruhig rumbrüllen. Auf das Rohr. Ah, hier ist schon wieder blauer Nebel, ne? Oder sieht das nur so aus? Ja, es war so klar, dass hier hinter der Ecke einer sitzt, ne? Oh!
Da habe ich mich minimal erschrocken gerade. Was passiert hier? Ey, wow, du kannst schießen. Was? Oh, what the fuck? Was ist das? Was bist du? Hör auf! Stopp! Was zum... Was war das? Oh Mann. Okay. Ist klar. Ja, lasst mich alle in Ruhe. Ich muss hier durch. Entschuldigung. Sorry, sorry. Ich muss mal ganz kurz hier vorbei. Oh, hier ist hinter mir noch einer. Kam der Hund mit. Glaubst es ja nicht. Oh, okay, ja, doch. War irgendwie klar, dass da einer mitkommt, wa? Nee, 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 nee. Na bitte, geht doch. Schon wieder Panik bekommen, ey. Nach da hinten will ich gar nicht, wenn ich da nicht hin muss. Alles eklig hier. Alles eklig. Ah ja, schau mal. Perfekt. Bisschen abkürzen. Passt. So, du bist wieder so einer, der nervig ist. Ja, lass mal bleiben. Ist hier? Nee, hier muss ich nicht lang. Hier muss ich lang. Okay, jetzt kann ich mir auch kurz den Loot holen, der da liegt. Nichts Besonderes. Gott, was bist du denn? Na, dich soll ich wohl bekämpfen. Oder einfach drauf pfeifen. So. Easy. Gar nicht lange rummachen mit dem. Jetzt müsste hier ja das nächste, die nächste Abkürzung sein, ja. Genau, guck mal an. Ganz stressfrei. Ja, mach mal aufs Loch.
What? Oh, okay. Wurde der Stargater rot. Das hat mich minimal verwirrt gerade. Ja, stopp, 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 stopp. Nee, 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 nee. So Gegner, die nicht mehr aufhören, auf einen einzuprügeln, ey, wie ich es hasse. So was Dummes. Ja, ist ja dann auch wieder gut, ne? Wurscht. So. Immer wieder voll. Ich denke, ich muss runter. Aber ich werfe nochmal schnell einen kleinen Blick nach hier hinten. Nee, alles easy. Ab nach unten. Hier noch? Okay, ich bin verwirrt. Warum kann ich hier rein? Hier wird irgendein, vielleicht ein kleines Stück Geschichte erzählt oder so. Keine Ahnung. So. Nee, 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 nee. Ach komm, leck mich. Nee, nee. Nö, nope. Nope. Brauche ich gar nicht erst anfangen. Ärgert mich nur. Den Bait habe ich sowas von gerochen. Ja, ja, ihr kleinen Bastarde da am Boden rumkriechende. Na, ich bin ausgewichen. In deine Arme ausgewichen. Das ist, also... Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ey, ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Alles easy. Ich kämpfe nicht mit dir, vergiss es. Kannst mir noch so weit hinterherlaufen. Mach ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. The fuck? Hey, du hast die gleiche Waffe wie ich. Aua! In a city where everything is upside down, the strong rule, not the wise. Ja, genau. Du kannst durch die Säule schlagen. Ach, wunderbar, wie ich sowas liebe. Nee, 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 nee. Ah, verdammte Axt. Ich hätte dieses Doppelausweichen mal ruhig skillen sollen. Das würde es mir hier, glaube ich, viel einfacher machen in manchen Situationen. Gerade wenn ich so panisch auf B hämmer. Das wäre dann viel, viel einfacher. Müssen wir uns eigentlich bekämpfen oder kann ich auch einfach an dir vorbeilaufen? Ich glaube, ich
könnte einfach an dir vorbeilaufen. Hey! Ach, komm halt her jetzt. Aua! Nee, 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 nee. Ja, genau. Mach mal mit ihr da. Yes, sir. Please. Awesome. Das ist ja geil. Ah ja. Jetzt hat Le. Na, geht doch. Guck mal an. Einen vollen Bauch? Ja, dann hättest du halt mal gefragt. Ich hätte bestimmt was zu essen finden können für dich. Ja, Pech gehabt. So, und das da unten ist Lady Dimitrescu, heißt die, glaube ich, ne? Nie solche Spiele gespielt, ich hasse Horrorspiele, aber von ihr hat man schon mal gehört. So. Ich will eigentlich nur zügig nach unten. Hä? Hier irgendwo? Nee. Wir sind ja hier nicht in Dark Souls. Ne, ich laufe einfach weiter. Irgendwo. Auch eh nicht unbedingt, ne? Ah, da ist er. Ein ganz schön großer Schmetterling. Danke. Stabilisierter alchemistischer Booster. Okay. Katzenstaub. Was soll ich damit? Muss dann jemand niesen? Ach nö. No. Nicht auf mein Leben aufgepasst. War das schlecht. Oh, war das schlecht. Ach, danke fürs Einschalten, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.